Hallihallo und herzlich willkommen zu den Knüppelmenschen der ersten Season Unit auf Stufe 3. Und ja, was gibt's zu sagen? Die Jungs werden natürlich wieder über Herausforderungen freigeschalten. In der Phase 1 gibt es XP-Marken und hier die Jungs für 3 Tage in Phase 2 wieder XP-Marken. Und dann hat man die Knüppelmenschen schon. Und Phase 3 hier mit nochmal eine Doktrine und Phase 4 nochmal ein Avatar. Wer darauf Bock hat, gerne, gerne, gerne. Gehen wir nur mal ganz kurz auf die Fähigkeiten der Mönche rein. Aktuell in dieser Season kosten die ja plus 175, sind übrigens 18 Mann stark, haben auch einen relativ hohen Lebenspunktepool hier schon auf Level 1, machen übrigens nur stumpfen Schaden und haben, sag ich mal, eher durchschnittliche oder mäßige Defense-Werte, es ist schon eher so grüne Unit-Defense-Werte. Und ja, haben noch eine ganz, ganz interessante Formation hier, die Kolonnenformation, die sieht halt, hat ja auch nicht jeder. Und gucken wir uns mal die Merkmale an. 6 Wege, Stab, sagen, der Ende führt einen heftigen Angriff aus und heilt sich dadurch. Und das ist übrigens hier auch der Charge, ne? Also der Charge ist im Endeffekt dieser 6 Wegestab. Und dann hat er noch natürlich den Sumpf. Sumpf ist noch so eine Art Fähigkeit gegen Kavallerie, den auch Pikiniere haben. Aktuell die Einheit aber nicht als Pikinier gekennzeichnet. Es kann natürlich in zukünftigen Patches noch vorkommen. Und hier mit Unterdrückung des Bösen nochmal ein ordentlicher Buff- und Debuff-Effekt für den Feind. Und das kann man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Also umso länger die Jungs leben, umso mehr Aua machen die im Feind. Und hier mit der 2, ne, mit dem Windmühlenhieb nochmal wieder ein Heal und vor allen Dingen auch wieder ordentlich Damage, ne? Und für 10 Sekunden lang übrigens. Und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und geben wir hier mal rein. Der Veteranbaum, ich zapp ganz kurz rüber. Ich persönlich denke, beide Wege sind übrigens spielbar. Ich habe mich für den oberen Weg entschieden, weil ich die Tankiness ganz gut sehe. Auf Level 16 sind die bei mir ungefähr mit ungefähr 11.500 Leben. Ist eine Menge für eine Tier 3 Unit. Und untenrum natürlich nochmal der kleine Vorteil, sind halt aggressiver zu spielen, machen mehr Aua und sind auch natürlich im Schadenspotential etwas höher. Nur oben halt mehr Sustain. Gucken wir uns mal die ganze Sache in der Kampfanimation an. Okay, wir sind jetzt hier im normalen Übungsmodus und ich zeige euch mal die 1. Chargen die so los, machen dann natürlich so einen Kick an die Seite und schlagen wozu, machen natürlich stumpfen Schaden. Und anschließend natürlich die 2, das gleiche nochmal, ne? Der Windmühlenhieb sieht im Endeffekt genauso aus wie eigentlich der Charge. Und ja, da rennen die schon los. Die Unit ist übrigens relativ mobil und relativ schnell, das könnt ihr hier sehen, ne? Und ja, jetzt kommt ja schon die nächste Unit, ich kann es schon mal zeigen. Der Cooldown ist wirklich nicht verkehrt. Wenn ihr oben lang geskillt seid, hier nochmal ein kleines Mindgame. Ihr könntet theoretisch auch mit der 2 anfangen, wenn ihr Full Life seid und schon nah an den Gegner rankommt, weil sie einfach Nahkämpfer sind, dann möchtet ihr nicht drauf chargen. Und ja, dann habt ihr quasi den hier nochmal für später, wenn die ein bisschen ausgelutscht sind, könnt ihr euch nachträglich heilen. Aber wie gesagt, die 1 haltet euch ja oben rum um 1100. Und ja, so viel dazu. Also ne, so ein bisschen Monk-Gameplay. Machen ihre Sache ganz gut. Wie gesagt, sind tanky Biester. Und ja, ich denke, ihr habt alles gesehen. Gehen wir nun zu den Doktrinen. Bis gleich. Hier bei den Doktrinen ist zu erwähnen, dass die Mönche 2 spezifische Doktrinen haben. Die eine Doktrine, die kriegt ihr über die Herausforderung Stufe 3 freigeschalten und die andere Doktrine, die bekommt ihr, indem ihr in Haoqing, quasi der Hauptstadt von Longting, der neuen Region, eine Questreihe startet. Achtung, die Questreihe ist ein bisschen in Anführungszeichen verbuggt, man sieht den Mönch nicht wirklich, da müsst ihr über das Pathfinding der Quest hinlaufen. Ansonsten natürlich noch empfehlenfalls vielleicht euren stumpfen Schaden zu buffen oder auch eure Verteidigung gegen Stichschaden zu buffen. Hier, das ist wie gesagt, Lebensdoktrin ist eher so Notlösung. Da gibt es natürlich noch bessere Alternativen. Und ja, das war es soweit zu den Knüppelmenschen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit denen und ich verabschiede mich. Euer Lifehacks. Macht's gut.